Äpfel. So, Wolfsrüstung. Nochmal eine stärkere Wolfsrüstung. Okay. Also das hier ist schon nicht ohne. Hula Bula. Geht's ab. Hula Bula Strulla. Meine lieben Damen und Herren. Das hier ist Action pur. So liebe ich das. Schon fast zu schwer gerade mit unserem Equip hier, weil wir definitiv zu viel Damage kassieren. Was ist denn das da? Uff. Das war eine Explosion, die die Welt erschüttert. Hallo. Du bist frei. Verlasse die Mine. Okay. Haben wir also alle quasi befreit. Und jetzt das Tor hier aufgegangen. Okay. Und jetzt kommt hier nochmal ein Bollerwähnchen. Zack. Da ist eine Kiste mit nichts außer Smaragden drin. Okay, wo gehen wir denn hin? Hier in der Ecke ist nichts, da können wir uns erstmal chillen. Wir haben ja hier die Wolfsrüstung bekommen, auch mit zwei Verzauberungen und nochmal mehr Gesundheit. Ich glaube, die ziehen wir an und verschrotten die hier gleich schon wieder. Doppelklinge brauchen wir auch nicht. Gar keine davon. Ich glaube, der Bogen ist auch Geschichte. So. Wir haben nochmal 5 Verzauberungen. Jetzt müssten wir halt gucken. Ah, habe ich ein bisschen Zeit? Jawohl. Dass wir hier auf diese Waffe was verzaubern können. Und zwar hier haben wir Life Leech. Achso, ja, genau. Für den jeden 100. Block. Geschwindigkeit. Oder ein Brand. Oh, Nahkampfreichweite Schaden. Gegner in Nahkampfreichweite, ja. Okay. Könnte uns mal den Arsch retten, aber ich glaube, Geschwindigkeit ist besser. Achso, das ist aber immer nur, wenn wir ein Artefakt verwenden. Und wir benutzen unsere Artefakte eigentlich noch relativ selten, weil wir noch nicht so eins haben, das wir dauerhaft verwenden. Dann hole ich doch lieber das in Brand erstmal. Und hier aber definitiv die Abklingzeit, den Cooldown der Artefakte. So, dann machen wir auch gleich 2 drauf. Ah, jetzt haben wir hier. Ah, jetzt haben wir diesen Flammenring, wie der Mönch. Ah, cool, das ist so ein Mönch-Artefakt. Weiß nicht, was das Schwein uns gegeben hat. Ich konnte es nicht lesen. Ich war gerade irgendwie mit den Augen hier im Kampf. So, hier kann ich nicht lang. Ah! Oh, das Wägelchen, das macht aber auch richtig Damage. Komm, schnell hier rum, dass das Ding nicht nochmal erwischt. Wir müssen aber da lang. Also irgendwo habe ich wohl gerade den Weg übersehen. Okay, wir heilen uns jetzt einfach mal. Ist gerade keine Action. Komm, ah, da geht's rum. Ach du Scheiße. Wenn hier schon der Boss kommt, dann ist es definitiv anders, die Mission. Ja, ist es. Oder hatte ich noch eine andere Mission gemacht danach, nach den Redstone-Minen? Kann sein, dass da ja auch noch einer frei kommt. Ja, super. Oh, das hier ist aber harter Tobak. Uff. Gucken, ob wir den schaffen, ey. Ich kann mich hier aber schützen. Aber der trifft, er kann mich aber treffen trotzdem. Ach du Scheiße, ey. Ja, den Hund hat er auch schon kaputt geschlagen, aber wir könnten ihn schaffen. Yo! LOL! Aber jetzt können wir jetzt uns nicht ganz so dumm anstellen. Schaffen wir ihn. Weil so viel Leben hat er ja nicht mehr. Oh Gott. Ein Glück, ey.
Schnelle Armbrust. Ja, das ist auch nicht schlecht. Hört sich auch nicht schlecht an. Uff. Boah, hier. Neuen Fernkampfschaden, okay. Aber dank einer neuen Nachlade, ich kann die Armbrustpfeile schneller als jede andere Armbrust verschießen. Ich will mal gucken, ob die Dauerfeuer hat. Ja, genau, das ist es nämlich. Uff, das ist ja auch so ein Diablo-Werkzeug. Och, wie geil. Nee, das ist nice. Das gefällt mir eigentlich schon. Würde ich schon am liebsten gleich mal testen. Haben wir noch eine Verzauberung? Ja, dann könnten wir eigentlich auch mal blablabla eine Verzauberung drauf machen. Das Geschoss wird im Flug größer und verursacht zusätzlich Schaden. Nee, das brauchen wir nicht. Wir machen das hier tatsächlich auf den Pfeilkraftschaden. Und testen die dann mal aus, weil wir damit Dauerfeuer geben. Ah, guck mal, jetzt haben wir auch andere Munition anscheinend. Deswegen haben wir mehr Pfeile. Es kommt drauf an, welche Armbrust wir aus... Habe ich mir schon fast gedacht. Ja. Der Dämonenjäger lässt grüßen. Nice, Alter. Ich habe mir nämlich auch gedacht, jetzt mit den 50, das kann doch nicht sein. Wir hatten ja mehr Muni und dann plötzlich so wenig. Und dann liegt das eben wirklich daran, welche Armbrust man spielt. Oder welche Waffe man spielt, quasi. Aber das ist nice, ich glaube, die behalten wir. Die Ritter bauen eine abscheuliche Schmiede unter dem Berg. So, da haben wir die Mission auch. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Missionen es gibt. Da bin ich ja mal gespannt. Verseuchtes Leuchtfeuer. Das verseuchte Leuchtfeuer ist Quell unglaublicher Kraft und wartet nur darauf, seinen Zorn zu entfesseln. Das klingt auch mal interessant. Ich glaube, das hier macht... Oh. Ah, das ist auch so. Verschießt einen gefährlichen Strahl der Kreaturen dauert... Ah, okay. Ja, ja, ja. Das kenne ich. Das ist, glaube ich, vielleicht sogar besser als der Seelendings. Auch wegen zeitgemäß, ne? Schön, Forscherrüstung hier ist schlechter. Und ich glaube, wir machen die schwere Armbrust dann auch weg. Weil ich gerne die Verzauberung dann jetzt auch auf die andere hier drauf packen würde. Nochmal ein bisschen stärker die Pfeile machen. Dass wir eben dann noch mehr Wumms haben. Okay, ansonsten haben wir noch eine Verzauberung, die bringt uns gerade gar nichts. Ja, jetzt haben wir keine einzigartigen Items mehr, ne? Leute, so schnell kann es gehen. Wir könnten halt, wie gesagt, noch gamblen. Aber ich möchte das ehrlich gesagt noch gar nicht so machen. Gehen wir doch mal gucken. Was wir hier noch so finden. Ob hier irgendwas Neues dazugekommen ist. Ich glaube es aber auch kaum. Nee, ne? Und die Brücke ist auch noch zu. Ich weiß auch nicht, ob die irgendwann aufgeht. Okay, dann würde ich sagen, wir machen Missionen. Und zwar die Feuerschmiede und der Wüstentempel. Ah, okay, ja, wir sind ja jetzt durch die Redstone-Minen. Also, es kann sein, dass ich die Feuerschmiede schon gemacht habe. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir die unbedingt in dieser Schwierigkeitsstufe machen soll, aber die ist eigentlich für uns empfohlen, ne? Die hier ist... Naja, komm, wir bleiben dabei. Wir probieren es einfach mal. Könnte sein, dass es die war, die ich dann schon gemacht habe, dass ich dann doch eine Mission mehr gemacht habe. Und deswegen quasi andere Erinnerungen dran hatte. Schauen wir mal. Feurigen Schmiede lässt der Erzilliger grauenhafte Maschinen bauen, welche die Dörfer der Oberwelt verwüsten. Das muss aufhören. Schlage mit ganzer Stärke zu und mache diese Schmiede dem Erdboden gleich. Ach du Shit. Okay. Gelange in die Schmiede. Ja, ich glaube, das ist die Mission, die ich schon gemacht habe dann bei mir. Zack. Okay, dann gehen wir doch mal gucken. Ah, okay, die Armbrust macht halt wenig Damage, aber ist halt sehr flexibel, ne? Und mit dem Knockback hat man dann halt auch nochmal... Das Problem ist nur... Jetzt wird's zum Shooter, Leute! Ja, mit dem Ding hier, das mich schützt vor Fernkampf. Guck mal, der Wolf, der ist ein Kaktuswolf, ist das?
Ja, mit den Artefakten zusammen gepaart ist das Ganze natürlich nice. Aber wir haben, guck mal, wie viele Teile wir jetzt schon verballert haben. Das ist halt schon brutal, ne? Das sollte man dann vielleicht ein bisschen für den richtigen Moment aufheben. Oh, ja. Nice. Ich bin gerade ganz zufrieden. Naja, da könnt ihr nicht reinschießen, ihr Arschgeigen. Aber ich kann rausschießen. Das ist der Wolf. Der Wolf sieht einfach zu geil aus. Ist komplett durchlöchert. So, ich könnte mal die Map anmachen. Ja, es gibt nichts weiter, was wir übersehen hätten irgendwie. Also zumindest macht es mal nicht den Anschein danach. Wir könnten noch mal einmal da hinten rumgehen, aber da manchmal spawnen. Ja, manchmal spawnen die Truhen ja. Oh, stimmt, der Großhammer. Ich hatte auch schon bei mir Großhammer oder Hammer. Und habe ich ja hier noch gar nicht gehabt. Macht halt 51 Nahkampfschaden. Ist halt schon ein bisschen Unterschied, würde ich mal sagen. Aber egal. Was ist denn los, Kaktus? Ich würde dich Kaktus nennen, wenn ich dir einen Namen geben könnte. Creepy, wie es hier aussieht. Golem. Der hier liegt. Die Giftspinnen, komm, die machen wir so. Brauchen wir nicht unsere Pfeile zu verballern dabei. So. Ein Creeper. Ah, gut, okay. Du hast trotzdem in die Luft gejagt. Okay, weil der Wolf so nah dran war. Krieg ich den so? Jawohl, Creeper kriege ich ja auch mit der Waffe kaputt zum Teil. Ah, jetzt haben wir aber wieder Pfeile aufgestockt, weil da haben wir wohl ein bisschen was. Ah, hallo, brennender Creeper. Hallo, ich lass dich jetzt brennen. Lass die Schweine brennen. Nein. Gut, okay. Neben mich. Was ist denn so? Was ist denn das hier? Ein blauer Pfeil. Ah, ne. Ist feurig. Feurig, feurig. Tralalala. Wild ist. Minecraft Abend da. Also, hier ist nichts zu finden. Erstmal. Wir gucken aber, wir holen die Gegner mit. Wir können jede EP gebrauchen momentan. Wir müssen noch aufleveln. Wir brauchen mehr Verzauberungskraft. Stärkerer Held zu werden. Ding, ding, ding. Die Melodien und die ganze Musikuntermalung jedes Level finde ich auch genial. Das nichts klingt irgendwie gleich. Das hat so alles so seine eigene Kragenweite. So, hier machen wir mal kurz ein bisschen balla 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 balla, holen uns das TNT, oh, und schmeißen das mal, nein, nicht vor meine eigenen Füße. Ja, hätte können effektiver enden, aber war eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, haben wir eigentlich noch ganz gut hingekriegt. So, Alter, wie der mit dem Schwert hier rumfuchtelt, das ist auch nice zum Teil. Ah, da ist ein Magier. Oh nein, guck mal, das ist die neue Attacke, Artefakt-Attacke. Kriegt der noch durch den Schutzschild. Okay, den Schutzwall. Du blöde Sau. Caster Sau, du Alte. So, weg da. Aha, nochmal Pfeile. Zack, da kriegt man direkt 66 Pfeile. Das ist natürlich auch nice. Alter, wie ein Bogenschütze hier sind. Uff. Das war ein explosives Totem. Das ist nicht nett. Ja, ich fühle mich wirklich jetzt gerade wie bei Diablo. Ich hoffe, dass gleich mein Heiltrank wieder am Start ist. Jetzt bin ich nämlich gleich tot, wie bei Diablo auf Inferno. Dreckszauberer, diesmal nicht, ey. Diesmal machst du diesen Trick nicht nochmal mit mir. Ah, doch, vielleicht doch. Da ist nämlich noch einer irgendwo. So, hinterrücks erschossen. Ah, wieder so ein Sprengpfeiler. Mann, wo ist denn dieser Caster? Ich komme ja gar nicht hin. Oh Gott. Muss mal aufpassen, dass diese Sprengpfeiler mich nicht erwischen. Das könnte Ulo weh. Das wäre Ulo von dem. Ulo. Mann, geh weg. Mach so ein dummer Penner. Also. Ah. Tschüss. Uff. Alter. Drecksack.
Was willst denn du schon wieder? Auf da rumzuzaubern. Hab ich dir nicht erlaubt. Da ist noch einer irgendwo. Ah, da. Was war das gerade? Ich glaube, da ist noch irgendwo einer. Lauter Axtmörder. Ja, da ist er. Jetzt hat er wieder so Barrikaden vor die Schnauze gezaubert. Finde ich gar nicht nett von ihm. So, Hund, friss. Beiß und friss. So, jetzt rechts mal hier. Zack. Oh Gott. Flammenköcher. Flammenköcher ist auch nice. Kann ich mal überlegen, ob ich den Hund... Der Hund ist aber eigentlich... Macht der mal gute Dienste erweisen. Aber der Flammenköcher ist ultra nice. Für unseren Skill. Ja, ich kann es gerade nicht... Den Hund kann ich gerade nicht austauschen. Jetzt könnte ich ihn austauschen. Ich glaube, ich probiere es mal mit dem Flammen-Dings. Dann habe ich... Ach nee, ich habe nur 7 Flammenpfeile, okay. Aber trotzdem... Aber der Hund würde halt die Gegner ein bisschen ablenken, ne? Also nicht alle meine Pfeile werden Flammen für eine gewisse Zeit, sondern ich krieg 7 Flammenpfeile. Das ist aber auch nicht schlecht. Ein Stärketrank, dann brauche ich hier keine Pfeile, dann kriege ich wieder Pfeile raus. Oh ja, Vorräte. Uah! Ah, diese Zauberer, ne? Die sind mit das Schlimmste, was es gibt, ey. Oh, Golem. Okay. Wo ist er denn? Ah, überladet die Kerne. Das ist hier schon. Das ist gut. Aua, aua, aua. Ey, Mann. Hier nützt mal halt ein Flammendings fast nichts. Uff. Uff. Flammenköcher fast nichts, ne? Weil der kriegt kaum Feuerschaden, weil der ist eben aus Feuer oder so. Nein! Nein! Nein, Alter! Uff! Arschkind! Mann! Warst schon tot, ey! Unnötiges Leben verloren hier. Ich glaube, der Hund ist doch eine bessere Ablenkung. Flammenköcher bringt uns hier gerade nicht wirklich viel. Gerade in dieser Mission nicht. Später vielleicht. Oder wenn du auch eine andere Waffe hast, dann ist der Flammenköcher sicherlich gut. Aber bei diesem hier macht es irgendwie keinen Sinn. 7 Schuss, die sind da rausgehustet. Bup, bup, bup. Gerade wie gesagt, bei diesen Golems macht es eben keinen Sinn. Da finde ich jetzt auch die Schnellfeuerwaffe gar nicht gut bei den Golems, muss ich ehrlich sagen. Da müsste man eben mal gucken, ob wir da nicht irgendwie was anderes macht, was anderes holt, wenn wir jetzt irgendwas anderes bekommen so lange. Bumm. Jetzt gemacht. Müssen hier irgendwie die Sachen hier überlasten. Die Kriegsmaschine. Puff, hat's gemacht. Ich glaube, ich habe ihn mit dem Ding hier weggeballert. Ne, da. Puff, habe ich ihn gerade erwischt? Über die Kriegsmaschine? Ich glaube schon, ne? Alles, was auf diesem Weg ist, das kriegt halt Damage.
aufmachen. Ich muss gucken, wie ich den Boss dann schaffe.